Ja, moin ihr Lieben. Jetzt stehe ich hier immer noch wie bestellt und nicht abgeholt. Hä? Wie? Wo? Eine ganze Nacht? Nö. Das wär's auch noch. So, wir hatten ja gerade mal so diese Zugfahrt hinter uns. Genau. Von gestern. Und die war ja mal mehr wie genial. Jetzt habe ich mich natürlich wieder verlaufen. Aber das macht nichts. Wir gehen jetzt mal über die Tab-Tasten. Ja, Mähdrescher wollen wir mal nicht fahren. Den auch nicht. Den auch nicht. Den nehmen wir. Ah, mal gucken. Wie sieht der denn aus von innen? Bisschen schmuddelig, ne? Naja, Bauer sucht Sau oder wie war das? So, dann werden wir gucken. Dann noch mal schauen hier. So, ich habe erst mal gedacht, wir nehmen jetzt mal einfach einen Traktor, um einfach mal zu gucken, wie sieht die Karte eigentlich hier aus? Oh, wie schön. Ja, mal gucken, wo sind wir denn jetzt hierher? Schaut mal hier auf der Karte drauf. Wie fahren wir denn jetzt am besten mal? Das ist eigentlich relativ Wumpe, oder? Wir könnten ja mal in Richtung Dorf fahren. Ich lasse die Karte mal ein bisschen auf, weil ich weiß ja auch selber nicht. Ich habe ja eine schlechte Orientierung. Also Harald Frenkel würde sagen, ich habe eine Orientierung wie Nusshörnchen. Aber so schlimm ist meine Orientierung dann doch wieder nicht. Wir wollen uns ja mal ein bisschen umgucken auf der Karte, bevor wir jetzt überhaupt irgendwas anfangen hier. Oh, oh, Geo. Das mit dem Fahren üben wir noch. Ja, ich fahre von außen, das ist schwierig. Ich habe das Lenkrad ja auch wieder im Gange hier. Das war eine Aktion, Leute, mit dem Lenkrad. Glaubt mir das. Liebes Giants Entwicklerteam, hättet ihr das nicht vorbeischreiben können, dann hätte ich weniger suchen müssen. So, oder mal gucken. Ich glaube, wir müssen, wenn wir in die Stadt wollen, in die Richtung. Ist das richtig? Ja. Yeah. Ist eine Art Highway, wa? Wahnsinn. Genial. Ist eine Art Highway, zweispurig. Boah. Und wir fahren mit 43 auf einer zweispurigen Schnellstraße. Könnten wir jetzt hier abbiegen in die Stadt oder ins Dörfli? Oder wir können hier draufbleiben? Weiß ich nicht. Nö, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was da unten uns geboten wird. Donation. Spinnerei gibt es. Ein Shop gibt es. Und was gibt es noch? Abladestellen. Alles auf Englisch. Scheune, okay. Da waren wir ja gerade schon. Aha, 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 aha. McLean Biox Plant. Ah ja. Ja, man muss doch mal hier umgucken. Joa. Joa. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, würde ich sagen. Lass uns mal überraschen, was es hier so alles gibt. Ist das eine Abladestelle oder sowas? Keine Ahnung. Scheint so. Ich fahre jetzt einfach mal rein. Ja, ist eine Abladestelle. Geo, richtig treffen. Sonst machst du Rumsi. Und es ist eine Stoppstraße. Sollen wir mal blinken? Boah, meinst du, da kommt einer? Sieht doch nicht. Mir doch egal. Jetzt können wir einmal rumfahren hier. Ah, wie schön. Jetzt fahren wir einmal ums Ei. Das ist wieder hier sowas, um sich zu orientieren. So, dann müssen wir hier uns mal dran abbiegen. So, was haben wir denn da? Wir fahren einfach mal geradeaus, machen wir blinken wieder aus. Oh. Also, man muss sich hier erst so ein bisschen zurechtfummeln. Um hier so ein bisschen Durchblick zu kriegen und zu leisten. Hier können wir Eier verkaufen. Und hier ist ein Fragezeichen. Aber ich denke mal, das wird der Eierverkauf sein. Ich
fahre jetzt mal mit dem Trecker rein. Mal gucken, ob das auch geht. Ich meine aber ja. Jo. Verkaufsstelle für Eier. Hab ich doch gesagt. Oh, oh. Geo, ist das jetzt dein Ernst? Warum nicht? Wir gucken auch nicht nach links und rechts, wenn es knallt, noch einen Meter. Da haben wir auch so einen Pfeil hier oben. Können wir mal hinfahren? Was ist das da? Nö, das ist kein Pfeil. Ein paar Schilder nur. Gucken, wo wir hier so landen. Haben sehr schön gemacht. Muss ich ja sagen. Du. Geo, das ist eine Stoppstraße. Boah. Kannst auch übertreiben. Überall Stoppstraßen hier. Scheiß. Aha. Ich fahre, ey, das ist die wahre Pracht. Das ist jetzt schon kein Fahren, das ist ein Eiern. Ich weiß, es ist eine Stoppstraße. Oh. Das heißt, ey, hier werden. Ist es ungewöhnlich auf neue Karten, ne? Das heißt hier immer wie die Pest. Dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum. Und wir haben immer noch den 25. und ich bin auch immer noch müde. Es liegt einfach daran, ich habe gestern gewartet, bis das Spiel frei ist, dass das über Nacht durchladen kann. Komm, gehen Sie mal an die Seite, Sie schmale Frau. Ja. Hier kann ich einkaufen. Aha. Hier habe ich ein Fragezeichen. Fragezeichen ist das. Das scheint ein Store zu sein, ein Shop. Landwirtschaftshändler, sag ich doch. So, hier an dieser Stelle kannst du neue Fahrzeuge und Geräte zulegen. Ah, verkaufen neue Ingenieure, blablabla. Also hier kriegen wir die neuen Maschinen. Wenn es denn nötig ist. Ist ja mal eine kleine Bude, ne? Ich bin auch schon was Größeres gewöhnt. Ich glaube, hier kannst du deine Fahrzeuge dann verkaufen. Lass mal die Omi hier nicht über den Haufen fahren, sondern einen Typen hier. Ich habe bestimmt wieder Ärger. Aber das bin ich ja eh schon gewöhnt. Du hast einen Blinker noch an. Oh, eh. Ja, mal gucken, ob wir jetzt mal, wie gesagt, jetzt hier mal abbiegen. Jumm. Kriegst du das geschissen? Wenn ich bremsen kann, ja. Sonst kippt der Trecker um. Und hier scheint irgendwie auch noch was zu sein. Ich fahre da jetzt mal drauf. Das ist der Stall. Die Reifengeräusche sind auch neu. Dieses. Das ist nämlich auch normal beim Fahrzeug, wenn man über Kies oder so fährt. Nur was soll das denn hier für Viecher rein? Später der Kuhstall? Wahrscheinlich. Sieht so aus. Aha. Ja, es könnte sein. Na, lassen wir uns mal überraschen. Auch wenn wir die ganze Zeit immer noch den Blinker anhaben. Hier kannst du dann erstmal Wasser befüllen. Das könnte ja Kuscher sein. Wir haben eine Silageanlage, aber der muss ja irgendwo die Milchabfuhr auch sein, ne?
Puh, gute Frage. Ich wette mal. Stop it. Ich gehe jetzt einfach mal auf die 9. Dann gucken wir doch einfach mal. Oder sind das Hühner? Ich weiß es nicht. Irgendwelche Tiere. Man kann sich aber nicht erkennen. Spinnerei. Tja, mal gucken. Aber Viecher, das haben wir eh noch nicht. Ist noch ein bisschen früh. Dann gucken wir uns das mal weiter an hier. Hier ist noch mehr. Hier kann man das Feld kaufen, denke ich. Jetzt fahren wir schon über 10 Minuten durch die Walachei. Von da oben sind wir gekommen, ne? Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, indem wir nochmal einfach hier rumfahren. Das sind so nach Tische und Bänke und draußen sitzen und so. Sieht lecker aus. Hunger haben wir sowieso schon den ganzen Tag schon wieder. Also fahren wir jetzt einfach mal hier rum. Rum. Hm. Hier ist eine Anlieferstelle, gehe ich von aus. Hier waren wir schon. Das ist der Shop. Geo. Ja. Dann fahren wir jetzt mal hier lang. Dinner. Da kann man was essen. Jean's Dinner. Da spielt Peter doch gerade, Dilwig. So. Fahren und weiß ich nicht, ob wir unter der Brücke durchfahren können. Oder ob das Ziel ist, das merken wir gleich. Ob hier Karte Ende ist. Ja, hier ist Karte Ende. Schön gemacht. Super. Das sieht auch ganz nach Karte Ende aus da, ne? Biegen wir jetzt hier mal am Dinner ab. Wir werden uns eh orientieren müssen. Wo ist was? Das wird noch das große Problem. Also die große Preisfrage. Wo ist was? Fahren wir einmal übers Feld hier. Das dürfen wir ja. Haben wir hier was Besonderes? Sieht nicht so aus. Hm. Oh, hier sind die Gleise. Ah, da waren wir mit der Eisenbahn lang gefahren. Stimmt. Dann fahre ich jetzt hier lang mal lang. Und ich habe immer noch Blinker an, ma. Oh, das ist ja typisch Malz. Was haben wir denn hier? Aha, auch nicht schlecht. Und da ist der Bahnhof, genau. Da waren wir ja gewesen, wo wir dann auf die Eisenbahn drauf sind. Doch nicht so eine ganz schlechte Orientierung. Da ist die Superbrücke, wo wir drüber geknallt sind. Oder eine davon. Hey. Die bremsen sogar. Extra für mich, du. Ja. Aber das ist jetzt, glaube ich, eher so eine Querfeldeintour-Geo, die du jetzt gerade fabrizierst. Ja. Da
Aber da gibt es bestimmt auch bessere Wege hin. Ja, muss ja. Muss ja. So, dann fahren wir hier mal lang. Das macht man normalerweise nicht. Aha. Also wir müssen uns dann echt mal orientieren hier genau, wo was ist, ne? So wie die Biogasanlage und hast du nicht gesehen. Das ist ja auch so eine Abladestelle, schätze ich. So, jetzt drücke ich mal einmal auf die Bremse. Jetzt haben wir nämlich schon 16 Minuten. Und in dieser Zeit, wo wir dann bis morgen warten, werde ich mich dann doch mal versuchen zu orientieren, wo hier was ist. Weil wir brauchen ja auch später mal die Biogasanlage etc. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen. Und dann schauen wir uns die Karte einfach mal an. Okay, ihr Lieben, dann sage ich mal bis morgen. Und ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und so und Like und ihr wisst schon. Und natürlich dürft ihr auch gerne ein Abo dalassen. Finde ich natürlich noch geiler. So, ihr Lieben, wir hören uns, wir sehen uns. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, egal was auch immer. Und ihr wisst ja, munter bleiben.